Es gab eine Kamera, da fällt mir die Schnauze rein oder was? Haben Sie auch eine Genehmigung? Das dürfen Sie nicht. Jan, das ist doch eine richtige Show hier, ja, oder? Ist das schön. Das Gloria, schau es dir mal an. Menschenleer, wie bei unseren Auftritten sonst auch. Was? Das war letztes Mal voll bei mir. Das ist schön hier, ne? Das ist hier, du hast mein Cue nicht verstanden. Ich habe gesagt, das ist doch hier eine richtige Show, richtig? Ja, richtig. Wir haben quasi Kameraleute und wir haben sogar einen Regisseur. Ja, wir haben einen Regisseur. Und zwar ist das heute Klaus Kinski. Nochmal vielen Dank, dass du das machst. Dass du extra für uns nochmal gekommen bist, Herr lieber Kinski. Ich habe jetzt schon Pappmaul damit. Ich habe richtig trockene Fresse. Ich werde zum dumm wir, trinken gehen. Wie dumm, dass wir beide schon so dahin starren, weißt du? Wir brauchen irgendeinen dummen Übergang, dass wir jetzt dahin gehen können. Warte mal, ich mach einen. Okay. Boah, ich würde viel lieber da so stehen wie hier, aber da. Etwa bei den Markierungen. Kann einer mal einen Euro reinwerfen, damit was passiert? Grüß dich, Thorsten! Thorsten! Na? Thorsten Sträter ist hier an der Bar. Na, gibt es denn sowas? Schön, dass du da bist, Junge. Von Splitz, ich war plötzlich auf einmal hier. Ja. Ja, das ist wie ein Shining, oder? Ja. Wollen Sie noch einen Whisky, Mr. Torrance? Heute passiert was, was wir quasi in Folge 1 angekündigt haben. Richtig, man muss dazu sagen, unser Podcast ist dafür berühmt und berüchtigt, dass wir Versprechungen nicht einlösen. Dieses Versprechen brechen wir heute und werden ein Versprechen einlösen. Ja. Damit. Wir haben nämlich irgendwann mal in Folge 1 gesagt, wir zeigen mal unsere ersten Auftritte, weil die entsprechend interessant sind. Mhm. So, ich habe zum Beispiel ein halbes Jahr gebraucht, bis ich mir den überhaupt angeguckt habe. Und das ist 10 Jahre her und seitdem habe ich das nicht gesehen. Und die Tatsache, dass wir heute hier mit euch zusammen unsere ersten Auftritte gucken, das treibt mir wieder Stuhl in die Buchs. Das ist furchtbar. Wir gehen mal, apropos Stuhl, wir gehen mal zu den Stühlen rüber. Weil es ist auch das erste Mal, dass man den Podcast wirklich sehen kann. Deswegen hätten wir es auch nicht vorher zeigen können. Reaktionen, Bewegungen, ich kann das alles nicht mehr. Thorsten, kommst du mit? Kommst du mit ins Kino? Ja, wir müssen Abstand halten beim Gehen. Und irgendjemand hat sich nicht dran gehalten, wer vorab geht. Und so sieht das Gloria aus, während hier ist übrigens Corona. Die Bestuhlung, die momentan erlaubt ist. Hör mal, jetzt hätte ich Lust, PlayStation zu spielen hier, ne? Aber dafür sind wir ja ausnahmsweise heute mal nicht da. Warum hast du eigentlich was zu trinken? Ich habe meins vergessen. Ich habe das mitgenommen einfach. Ah, gut. Thorsten, setz dich doch hier an den Tisch, du darfst mit Tisch. Ich darf mit Tisch, danke schön. Bitte. Okay, wir sehen gleich, du musst dich da hinsetzen, Thorsten, wegen Abstand oder irgendwas. Also, wir beginnen mit David Kebe Kusses erstem Auftritt heute. Ich bin sehr gespannt. David, du erinnerst dich, was du da erzählt hast. Weißt du noch die Themen, die du hattest? Ich weiß die Themen, die ich hatte und ich weiß natürlich, dass Sachen rausgeschnitten wurden, die zu heikel waren. Ja, du hattest und ich darf eine Sache ankündigen, weil als wir das vorbereitet haben, habe ich natürlich mal einen Mikroschnipsel gesehen, wirklich mikroklein, bevor der Moderator mich angesagt hat. Und dann habe ich gesehen, ach ja, da war ja ein Gitarrist auf der Bühne. Ja. Und ich habe mich da gar nicht, das war so weg, das war so ausgeblendet alles. Ich erinnere mich eigentlich nur noch an... Nein. Achtung, Spoiler, es gibt auch einen Glitzervorhang. Ich erinnere mich nur noch an... ist das der Ort, von dem ich denke, dass es ist? Nein, der ist es Wohnzimmertheater. Nicht. Okay. Aha. Das Wohnzimmertheater. Und ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal. Und, ich muss noch sagen, ich muss noch sagen, das war das erste Mal, dass ich auf einer Bühne stand und in ein Mikro gesprochen habe. Ja. Nicht irgendwie mal beim Geburtstag was gemacht oder im Schultheater. Nein, erste Mal. Deswegen ist es bestimmt entsprechend hochwertig. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir jetzt den ersten Clip von Davids erstem Auftritt noch mit alter Nase. Ich weiß gar nicht, wie oft ich schon alleine mit dem Mikro in der Hand auf der Bühne stand und so klingt meine Stimme. Okay. Comedians werden ja momentan immer öfter in Talkshows eingeladen und ich glaube, ich sollte mal zu Hart aber Fair oder der Maischberger in die Sendung, weil ich habe zwei Sätze erfunden, die passen in jede Diskussion, jede x-beliebige Diskussion und die machen immer total Sinn. Super geil. Der erste Satz ist Geld oder was? Und der zweite Satz ist und da habe ich ein bisschen länger dran formuliert. Der geht ungefähr so.
in wichtigen Gesprächen bin ich mir da komplett Vollidiot. Und in Nonsensgesprächen nehme ich ja alles total zu Herzen und bin total sensibel. Ein ganz tolles Mädchen ist mal zu mir gekommen und meinte, David, ich habe mich in dich verliebt. Können wir zusammen sein? Und dann habe ich gesagt, zusammen, ich glaube, da muss ich noch ein, zwei Frauen drüber schlafen. Also, super scheiße, Vollidiot, ich weiß, aber so ist das bei mir, ich weiß auch nicht warum. Boah, ey, bravo David vor allem. Nicht schlecht. Also, der zweimal schlafen saß. Nee. Wieso schlafen saß? Ich fand, also ich habe überhaupt nicht gesehen, dass du nervös bist. Also ich weiß, man What? Sieht, ja, man sieht total, dass du noch nicht routiniert bist, weil du das Mikro manchmal so weghältst. Ja, und, so. Und ungefähr die ganze Zeit so mache. Ja, aber irgendwie, ich fand, du hast ja eine Cooles ausgestrahlt. Aber ich komme direkt mal zum ersten Satz, warum du dir gesagt hast. Ich fand das voll geil. Du sagst als erstes, ich weiß gar nicht, wie oft ich schon alleine mit einem Mikro in der Hand auf einer Bühne gestanden habe. Noch nie, dachte ich. Ja, das sollte ironisch sein. Aber es hat natürlich nicht geklappt. Wow, dann müsste. Das sind oft nur Kleinigkeiten im Material. Ja, da fehlt nur ein kleiner Kniff. Ich fand's gar nicht so schlecht. Nee. Also. Ja, wie gesagt, die heiklen Sachen haben wir rausgeschnitten. Ja, das ist auf jeden Fall geil. Okay. Und auch so dieses, während man redet, dieses gestresste Einatmen. Wunderbar. Das war natürlich noch nicht alles, was wir von David gesehen haben. Welche Kamera redet? Aber ich halte es aus. Ich wundere mich selber und ich gucke gerade zu mir vor 10 Jahren und irgendwie denke ich so, hast du gut gemacht. Und zwar in dem Laden, den du kürzlich ausverkauft hattest. Überleg Nein, dir das mal. Nein, das war Wohnzimmertheater, da dürfte ich nie Nein, wieder auftreten. Nein, hier, Ach so. Jetzt guckst du. Ja, okay. Da darfst du nie wieder auftreten? Nee, ich habe bei dem Theater nochmal angefragt, ein paar Jahre später. Ja. Und dann habe gesagt, ich würde gerne nochmal spielen. Und dann habe ich eine Antwort bekommen, wir sind ein Theater, wir bestimmen, wer auftritt. Ich sage, gut. Dann gut. Der. Gut. Ja, geil, dann würde ich sagen, gucken wir doch mal in den zweiten Clip, was du noch so erzählt hast. Und eine Woche vorher meintest du noch, David, mit wem würdest du eher ins Bett gehen? Nach Frau, halb Pferd, halb Mensch oder der HIV-positiven Angelina Jolie? Und ich so, schwierig. Also, was ist das denn für ein Pferd? Ab wo ist die denn Pferd? Ab hier oder ab Kniescheibe abwärts? Wäre okay. Stramme Waden sind immer gut. Und die haarigen Beine erinnern ein bisschen an eine Französin, das kennt man ja irgendwie. Junge, ich bin richtig stolz auf mich, dass ich mich das getraut habe. Junge, voll! Oder? Das ist schon original David gewesen. Und ich habe gedacht, wo ist dieser Gag in deinem aktuellen Programm? Der ist ja brillant. Der ist nicht schlecht, ne? Wem willst du eher schlafen? Mit einer Frau, halb Mensch, halb Pferd. Ja. Welcher? Das sind. Oder die HIV-positive Angelina Jolie. Ja. Vor 10 Jahren. Das hast du dir. Ja, mutig. Gar nicht schlecht, David. Ich fand dich sehr mutig. Hatte ich noch was dazu notiert? Ich habe mir natürlich was notiert. Dann kommen wir jetzt zum dritten Clip von David. Da habe ich dann zum dritten und letzten, richtig? Ja. Den kompletten Auftritt zeigen wir irgendwann anders. Das war jetzt der gute, der erfolgreiche Part. Jetzt gucken wir uns noch ein bisschen mehr. Viel mal. Gründer von Facebook, Mark Zuckerberg, der beeindruckt mich. 26 und Milliardär. Das finde ich gut. Und alle Zeitungen schreiben über den, das ist total der bodenständige Junge und genau der gleiche Typ gewesen wie vor seinen Milliarden. Und ich denke dann immer, das kann doch nicht sein, wenn man 6,9 Milliarden verdient hat, dann ist man nicht, und der gleiche Typ geblieben ist mit 6,9 Milliarden, dann ist man nicht bodenständig, dann ist man das komplette geizige Arschloch. Wenn Mark Zuckerberg mit seinen alten Kumpels ein Bier saufen geht, was gibt er dann an Trinkgeld? Dollar? Dollar 50 als Milliardär? Ganz merkwürdig. Was spendet er in die Kirchenkollekte? 2 Dollar? Was sagt der Priester dazu? Findet das gut, wenn ein Milliardär 2 Dollar? Sind wir das noch nicht okay? Was sagt er dazu? 2 bucks? You're this Facebook boy, right? Get the fuck out of here. Boah, Junge. Naja. Was hab ich denn noch so auf Lager? Freunde. Bitte? 500 Freunde. 500 Freunde? Nee, da habe ich irgendwie nichts zu.
aber Facebook, Facebook. Ich will eigentlich nicht auf meinen Spickzettel gucken, deswegen wiesel ich mich jetzt zu einer nächsten Nummer. Wie lang ist der Clip? Junge Weltklasse. Wow. Nicht schlecht. Applaus nicht schlecht. Natürlich. Ja, ich muss selber. Erstmal dicken Applaus dafür, dass du diesen Facebook-Trinkgeld-Gag machst, der total verreckt ist und dann noch den Gag mit der Kollekte dranhängst. Der ist ein bisschen untergegangen. Wie ging das mit, da habe ich auch gesagt, ein Dollar, oder? Ja, da hast du auch gesagt, dass der, get the fuck out of here. Ja, in so richtig, in so Scheiß-Englisch. Richtiges Scheiß-Englisch. Then he said, get out. Und dann kam natürlich der brillante Satz, was hast du gesagt, was habe ich denn noch auf Lager? Das war natürlich eine Weltklasse. Sowas finde ich super. Ja. Und pass auf, der nächste Kracher. Ich fand's geil.